Hallo und herzlich willkommen bei unserem GCP-Kanal. Heute sprechen wir über das Thema TMF-Management und welche Einflüsse das EMA Reflection Paper on TMF-Management und auch die neue ICH Revision 2 auf die Arbeit mit dem TMF hatte. Ich habe hier heute unseren Experten Benjamin Tsiflidis dabei und Benjamin ist ein Experte, der an einigen TMF-Summits schon teilgenommen hat. Da hat er aus erster Hand von den Behörden erfahren, wie sich denn überhaupt seine tägliche Arbeit verändert hat. Schönen Tag, schön, dass ich hier sein darf, Andreas. Ja, Benjamin, für mich hört sich TMF bzw. Dokumentenmanagement eher ein wenig langweilig an. Also nach einer typischen Sachbearbeiterrolle. Ist es so langweilig? Ist das Dokumentenmanagement denn wirklich so langweilig, wie sich es anhört? Nein. Das Dokumentenmanagement wird häufig als langweilig empfunden, da das Warum nicht hinterfragt wird. Warum lege ich denn ein Dokument von einem TMF-Ordner A in einen anderen TMF-Ordner? Die Dokumente selber sind nicht das Problem, sondern das fehlende Bewusstsein gegenüber der TMF-Pflege. Es muss einem klar sein, dass das Trimasterfile-Management essentiell für den Erfolg einer klinischen Studie ist. Das schließt natürlich den Studienanfang bis hin zum Studienende und der Archivierung ein. Man sagt nicht umsonst, was nicht dokumentiert wurde, ist nicht passiert. Das ist vor allem im Kontext der klinischen Forschung wichtig, wenn wir zum Beispiel daran denken, wenn wir zum Beispiel an die Nachvollziehbarkeit der Patientensicherheit denken. Und diese Verantwortung zu haben, ist alles andere als langweilig. Also ein Trimaster-File erzählt im Grunde genommen eine Geschichte, die über 25 Jahre archiviert wird. Und in der Vergangenheit sind viele Fehler entstanden, diese Geschichte zu rekonstruieren, weil das Bewusstsein gegenüber der TMF-Pflege gefehlt hat und dadurch sind auch die Anforderungen durch die europäischen Behörden gestiegen. Ja, das verstehe ich. Immer überall da, wo Fehler gemacht werden, da schalten sich irgendwann die Behörden ein und geben neue Regeln vor. Was erwartet die EMA denn genau von Sponsoren in Bezug auf TMF-Management? Ja, grundsätzlich natürlich die Einhaltung der Anforderungen aus den europäischen Regularien, aber auch ICH-GCP und natürlich das entsprechende Studienprotokoll. Und Grundlage für die Überwachung und Kontrolle dieser Anforderungen ist der Trimaster-File und die darin abgelegte Studiendokumentation. Warum? Weil der Trimaster-File es ermöglicht, den Studienverlauf zu rekonstruieren, aber er gewährleistet auch Datenintegrität und GCP-Compliance. Ja, ansonsten sind die europäischen Richtlinien bezüglich System-F-Management relativ schlank gehalten. Mehr Anforderungen und Informationen findet man im aktuellen EMA-Reflection-Paper. Hier gibt es eine Vielzahl an Anforderungen bezüglich des TMF-Managements, zum Beispiel die Archivierung, ein Audit Trail muss vorhanden sein, Inspection Readiness muss gewährleistet sein, die Digitalisierung von Dokumenten werden zum ersten Mal erwähnt, besonders in Bezug auf zertifizierte Kopien. Alles in allem dient dies alles dazu, die Study Oversight für den Sponsor zu gewährleisten und im Umkehrschluss natürlich wieder die Regularien einzuhalten. Okay, für mich als Laie hört sich das immer nachvollziehbar an, aber laufen wir nicht in die Gefahr, dass der Trimaster-File zu sehr in den Vordergrund gerückt wird und dass das Wesentliche einer klinischen Studie, nämlich die Entwicklung von sicheren und wirksamen Arzneimitteln, ein wenig in den Hintergrund gerät? Nein, im Gegenteil, der Trimaster-File ist ein wesentlicher Bestandteil der klinischen Studie und vice versa. Im Grunde genommen spiegelt der Trimaster-File auch die komplette klinische Studie? Das sollte deine Frage beantworten. Grundsätzlich verstehe ich, was du mir sagen willst. Aber ich gucke auch noch von einer anderen Seite drauf. In Bezug auf die finanziellen und aber auch personellen Budgets. Ich kann mir vorstellen, dass die großen Firmen damit keine Probleme haben. Die haben das Geld und die haben die Manpower. Aber wie sieht das in kleineren Firmen aus? Wie sollen die das Ganze noch schaffen? Ja, wie auch in vielen anderen Branchen ist auch in der klinischen Forschung Digitalisierung die Lösung. Und es gibt viele interessante elektronische Systeme, die die Anforderungen der EMA Reflection Paper erfüllen können, ohne Mengen an Manpower dafür zu benötigen. Was wiederum die Prozesse effizienter und effektiver natürlich gestaltet in Bezug auf TMF-Management. Alles klar. Du willst also Manpower durch Software ersetzen. Das verstehe ich, aber gerade in den Anfängen von neuen elektronischen Systemen sind sie ja relativ teuer.
Habe ich mir denn nicht ein anderes finanzielles Problem geschaffen? Also ich habe Manpower durch Software ersetzt, aber teure Software eingekauft. Grundsätzlich möchte ich natürlich nicht, dass Menschen durch Software ersetzt werden. Die Software hilft uns dabei, Fehler zu vermeiden und den Anforderungen des EMA Reflection Papers gerecht zu werden. Stell dir einfach mal eine große internationale multizentrische Studie vor, die papierbasiert dokumentiert wird. Ein TMF-Manager wäre komplett ausgelastet mit dieser Studie. Unser elektronisches Dokumentenmanagementsystem ermöglicht es einem TMF-Manager zum Beispiel 15 Studien dieser Größe gleichzeitig zu managen. Interessant. Ich kann also Personal durch Software ersetzen. Der eTMF würde auch noch Kostenvorteile mit sich bringen. Ich hätte weniger Compliance-Probleme. Dann frage ich mich jetzt natürlich, warum benutzt nicht jeder Sponsor einen eTMF? Das ist eine gute Frage. Im Grunde genommen liegt es an der teilweise noch fehlenden Akzeptanz, was wiederum an der traditionellen Branche liegt, da auch hier Trendwenden wie zum Beispiel der ECF viele Jahre gebraucht haben, bis er denn überhaupt etabliert wurde. Und zum anderen liegt es auch teilweise an uninformierten Verantwortungsträgern, die das Kosten-Nutzen-Profil eines elektronischen Trial Masterfiles nicht erkennen. Okay, du meinst also, die fehlende Akzeptanz ist das Problem. Das sehen wir auch in anderen Branchen. Change Management ist ein wichtiges Thema während der Digitalisierung. Ich kann mich noch gut an den ECF erinnern, als das erste Mal eingesetzt worden ist. Das war 2000, 2001. Und es gibt immer noch Firmen, die arbeiten mit Papier CRFs. Da würde ich mich jetzt fragen, gibt es da irgendwie einen Trend, dass einige bestimmte Firmen eher zum eTMF neigen und andere immer noch dem Papier-TMF bevorzugen? Grundsätzlich ist natürlich ein klarer Trend Richtung eTMF-Management zu sehen. Diesen Trend sieht man aber auch vor allem bei jungen Startup-Unternehmen, die bereits die Affinität gegenüber elektronischen Software-Tools haben. Also der Übergang, den wir in der Vergangenheit vom Papier-CRF zum eCRF gesehen haben, wird beim eTMF sehr viel schneller vonstatten gehen. Somit ist der Switch zum eTMF letztendlich nur die logische Konsequenz. Ich denke, heutzutage muss man ja auch als Unternehmen sich auf Digitalisierung einstellen, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben. Wie sieht das aber mit der akademischen Welt aus? Also ich meine, ein großer Teil des TMFs ist natürlich auch der Prüfarztordner. Ist sowas da auch denkbar? Natürlich, wenn wir vor allem an die Anforderungen aus dem aktuellen EMA Reflection Paper denken, hilft ein elektronischer Prüfartsordner dem Prüfzentrum, diese Anforderungen gerecht zu werden. Aber genauso hilft der elektronische Prüfartsordner dem Sponsor oder auch dem Projektteam, Oversight über die Studie zu behalten. Du verwendest den Begriff Oversight. Was genau bedeutet Oversight denn in Bezug auf den Prüfartsordner? Und zweite Frage, ist es denn möglich, einen kompletten Prüfartsordner elektronisch zu führen? Das heißt, Übersicht über die komplette Studiendokumentation zu haben am Prüferzentrum, aber auch diese zu pflegen. Ein CA zum Beispiel kann remotely einen Abgleich zwischen der Dokumentation im Prüferzordner und im Trial Masterfile zu jeder Zeit vornehmen. Nun zu deiner zweiten Frage, Andreas. Hierbei möchte ich vor allem auf den Datenschutz eingehen. Hierbei ist eine Hybridlösung denkbar für den elektronischen Prüferzordner. Das heißt, die Dokumente, die persönliche Informationen des Patienten enthalten, bleiben am Zentrum, aber alle anderen Dokumente werden digitalisiert und im elektronischen Prüfartsordner verwaltet und eingepflegt. Hierbei ist aber auch zu erwähnen, dass die Dokumente, die am Zentrum bleiben, eine verschwindend geringe Menge ausmachen. Nur 2 bis 5% der Dokumente sind es im Endeffekt. Benjamin, das hört sich alles super an. Allerdings nach jahrelanger Erfahrung mit Prüfärzten habe ich da nie die wirkliche Affinität zu elektronischen Tools gespürt. Da frage ich mich natürlich, wie groß ist die Akzeptanz bei den Prüfärzten für die Verwendung von elektronischen Prüfartsordnern? Sind wir mal ehrlich, Andreas, die Akzeptanz für die Pflege eines papierbasierten Prüfartsordners war früher auch nicht gegeben. Im Endeffekt haben die Monitore ihre Zeit dafür investiert, um den Prüfartsordner zu pflegen. Mit dem elektronischen Prüfartsordner können wir nun messen, wie oft sich ein Prüfarzt oder auch ein anderes Mitglied des Prüfzentrums in den Prüfartsordner, in den elektronischen Prüfartsordner eingeloggt hat, um zum Beispiel die neueste IB zu lesen und zu bestätigen. Aber mit welchem Argument
Sie Zentrum vor allem überzeugen, wenn es darum geht, den ISF am Zentrum zu etablieren, ist die Archivierung. Denn statt 5 bis 10 Ordnern, die im Verlauf einer Studie anfallen, müssen jetzt im Endeffekt nur ein kleines elektronisches Medium archiviert werden, was natürlich enorme Archivierungskosten einspart. Archivierung, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Was meinst du, wo geht die Reise dahin? Wo stehen wir in 10 Jahren bei der elektronischen Archivierung? Ja, die Digitalisierung wird weiter voranschreiten natürlich. Archivierungsräume voller Aktenschränke werden durch Serverräume ersetzt. Das kann man sich heute vielleicht nicht vorstellen, aber genauso konnte man sich vor 10 Jahren zum Beispiel noch nicht vorstellen, dass das Smartphone heutzutage so verbreitet sein wird. Also meiner Meinung nach, in 10 Jahren werden wir nur noch Serverräume benötigen zur Archivierung. Vielen Dank, Benjamin. Das war wirklich ein sehr nettes Gespräch und Dokumentmanagement ist deutlich interessanter, als ich mir das vorgestellt habe. Danke, Andreas. Ich fand auch, es war ein wirklich angenehmes Gespräch. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen und bitte nochmal, schickt uns eure Kommentare, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede E-Mail und bis zum nächsten Mal. Tschüss.